Willkommen zurück bei Autoreview. Mein Name ist Patrick und heute stelle ich euch den 2014er Ford Explorer in der Sportversion vor. Wie ihr seht, komplett schwarz, alles schwarz. Sehr, sehr geiles Auto. Sehr viele Features, die ich euch vorstellen werde. Das heißt, das Video wird ein bisschen länger als sonst. Ich zeige euch die Außenaufnahmen, Interieur und Kofferraum und dann fahren wir los. Okay, ein paar Highlights möchte ich euch vorstellen, bevor wir ins Auto steigen. Der Explorer Sport ist der einzige von der Explorer-Familie, der vorne den Badge drauf hat. Alles schwarz. Der Grill ist schwarz, nicht. Normalerweise ist der Chrom. Dann haben wir die Scheinwerfer sind auch geschwärzt innen drin. Dann von den Assistenzsystemen, die wir im Auto haben, möchte ich zwei hervorheben. Einmal ist es der Radar, der Frontradar. Was er macht, ist, wenn ihr die Cruise Control anmacht, den Tempomaten, hält er automatisch die Distanz zum Vordermann. Die könnt ihr einstellen von weit bis nah. Wenn ein Auto zum Beispiel vor euch einschert, macht er automatisch den Sicherheitsabstand, den ihr eingestellt habt. Das ist super. Zweites Highlight, in den Spiegeln habt ihr den Tote-Winkel-Assistenten, der sehr gut funktioniert. Das heißt, ein oranges Licht leuchtet auf, wenn einer im toten Winkel ist, was auch super ist. Vom Innenraum her haben wir vor allem für den Markt hier in Dubai, wo es heiß ist, haben wir gekühlte Sitze, also auch beheizte Sitze. Gut, die brauchen wir nicht, aber die gekühlten Sitze sind super, super gut. Für die zweite Reihe, Sicherheitsaspekt, haben wir die Gurte, haben Airbags in den Gurten für die Kinder. Das heißt, es macht es zu einem super Auto für Familien. Als auch die dritte Reihe, die ihr runterklappen könnt und hochklappen könnt. Das heißt, das Auto ist ein Siebensitzer bei Default, das heißt ab Werk. Das ist super gemacht. Was haben wir noch? Infotainment System haben wir für die Kinder auch wieder. Wir haben zwei Schirme in den Kopfstützen vom Vordermann, wo separat DVDs geguckt werden können. Ihr könnt eine DVD oder ein USB anschließen für jeweils ein Screen links und ein Screen rechts. Da kommt man auch mit den Kopfhörern. Das heißt, die Kinder können was schauen, ohne dass die Eltern gestört werden, was auch super ist. Zeige ich euch ein paar Sachen noch schnell und dann fangen wir in den Innenraum, den Kofferraum und dann fahren wir los. Ah, tut mir leid, eine Sache, die ich erwähnt habe. Das überhaupt beste Feature für Dubai vor allem ist, oder auch irgendwo anders, wenn ihr in Europa wohnen würdet, wenn ihr den Klimaanlage anhaben wollt, also wenn das Auto irgendwo in der Sonne parkt, vor allem hier, deswegen sind wir jetzt im Schatten, es ist extrem heiß, 45, 50 Grad und das Auto hat Ledersitze, Volllederersitze, das heißt, ihr würdet euch zu Tode schwitzen, wenn ihr das Auto einsteckt und das Auto in der Sonne geparkt hat. Was hat sich Ford dabei gedacht? Machen wir so. Den Schlüssel, sieht extrem geil aus, sehr, sehr sleek, wie so ein kleiner Pebble. Wenn ihr das Auto zumacht und dann zweimal hier drauf drückt, geht der Motor an. Und natürlich auch die Klimaanlage. Also extrem geiles Feature, finde ich. Super gemacht. Würde ich gerne in meinem Auto auch haben. Tolles Feature, vor allem für Dubai. Leider sind die Sitze, die gekühlt sind, nicht in der Funktion enthalten. Das heißt, die Sitze, die muss man jedes Mal separat anmachen. So, machen wir den mal aus. Auch wieder zweimal drauf drücken, dann geht er wieder aus. Also super Feature. Jetzt zeige ich euch den Innenraum und dann fahren wir los. Okay, Innenraum des Explorer Sport. Also komplett Volllederausstattung in schwarz und dunkelbraun in diesem Fall. Was haben wir an Annehmlichkeiten? Sitze sind elektrisch, wie ihr sehen könnt, in allen Positionen mit dem Lumbered Support. Dann haben wir zwei Schiebedächer, separat voneinander bedienbar, elektrisch natürlich. Dann das Lenkrad, auch wieder mit Leder eingewickelt, hat ganzen Kontrollanzeigen oder Kontrollknöpfe für den Radar, die Cruise Control, Tempomaten, fürs Radio, fürs Menü. Menü könnt ihr individualisieren auf der linken Seite und auf der rechten Seite separat. Das Auto hat komplette Voice Control, das heißt, wenn ihr einen Knopf drückt, fragt das System euch, was ihr machen möchtet. Ihr könnt den Speed vom Fan einstellen, die Lüftung sozusagen. Ihr könnt Musik machen, auswählen. Das Beste ist für die Musik, vor allem, ihr sagt Michael Jackson, dann sitzt er in der Liste, welchen Song, und dann hast du Nummer 1 und dann spielt er Michael Jackson. Vor allem, wenn ihr das über dieses Microsoft Sync hier einstellt, wenn ihr ein USB drin habt mit 1000 Songs, anstatt da irgendwie den Song zu suchen, sagt ihr einfach, welchen Song ihr haben wollt. Funktioniert sehr super, ihr müsst halt nur sehr klar sprechen. Wie gesagt, hier haben wir USB, SD-Card, 3-Pin und 12-Volt-Anschluss. Ist ein Touchscreen, großer Touchscreen, sehr leicht zu bedienen, hat sehr viele Menüpunkte. Muss man sich ein bisschen einlesen. Zwei große Becherhalter, dann Becherhalter auf der linken und rechten Seite auch. Sitze sind sehr, sehr bequem. Wir haben ein großes Schlauchfach hier, was wirklich so tief ist und so groß. Für Münzen, Sachen und ein paar andere Annehmlichkeiten. Sechsgang-Automatik und die Einstellung für den Downhill-Assistenten.
Hill Slope Control, something like this. Wo ihr, wenn ihr den Berg runterfahrt, das Auto fährt selbstständig den Berg runter, ihr müsst nur lenken, damit der den Grip nicht verliert und dann halt für Schnee, für Sand und für Normal und Automatik. Und ja, da zeige ich euch die zweite Reihe und die dritte Reihe und dann fahren wir los. So, Einstieg in den Explorer hinten wie vorne ist etwas schwerer, weil das Auto halt höher ist und man hat so eine kleine Kante, über die man rüber muss. Das Auto kommt jetzt separat mit der Stufe, die extra kostet. Platzmäßig, ich habe jetzt den Sitz ein bisschen weit nach hinten eingestellt, muss ich sagen. Ich bin 1,84 groß, habe jetzt so viel Platz ungefähr zum Kopf, wobei halt das Schiebedach ein bisschen mehr Platz hätte, also könnt auch so sitzen, was aber auf lange Dauer nicht wirklich bequem ist. Wir haben Ablagefach hier, die Rückbank ist 2/3, 1/3, umklappbar. Wir haben eine Handablage in der Mitte, die man runterklappen kann mit 2 Becherhaltern. Dann haben wir einen Becherhalter in den Türen auch. Und wir haben dieses Home Entertainment System, was ihr hier seht, wo die DVD von oben reinkommt. Separat könnt ihr die Kopfhörer benutzen, die mit dem Auto kommen. Und links und rechts kann separat geguckt werden. Das heißt, man kann USB reinschwingen, man kann eine DVD reingucken. Oder halt hier noch diese, wie heißt das, AV-Input. Was super ist, mit den Kopfhörern stört man halt keinen der anderen Mitfahrenden. Das ist super gemacht. Jetzt zeige ich euch die dritte Reihe und dann fahren wir los. Der Explorer Sport von der Rückseite. Was ist anders vom normalen Explorer? Einmal die Leiste, die normalerweise chrom ist und wo Explorer hier in schwarz ist, ist jetzt schwarz. Dann haben wir den Sport-Logo auf der linken Seite, EcoBoost 4-Wheel Drive auf der rechten Seite. Wir haben 2 Chrom-Auspuff-Endtöpfe, Endrohre. Wie gesagt, ist ein bisschen sportlich gesalzt. So, wie machen wir jetzt die auf? Achso, die Kamera für die Rückfahrkamera auch noch. Wir machen es auf, entweder über den Griff oder am Schlüssel haben wir, wie der Schlüssel, der magische Schlüssel, 2-mal draufdrücken und die Haube geht auf. So. Dann, so sieht er aus von innen, wenn die Sitze umgeklappt sind, als 5-Sitzer. Wie machen wir daraus einen 7-Sitzer oder einen 6-Sitzer? Ganz einfach, ich zeige es euch. In den Griff greifen, umklappen, roten Gurt, schwarzen Gurt und fertig ist es. Dann haben wir so viel und so viel Stauraum. Ist ein bisschen tiefer, das heißt, es wird versenkt in den Boden und der Kofferraum ist flach. Umklappen, wieder ganz einfach. Die lange Lasche ziehen, die rote Lasche ziehen, die schwarze Lasche ziehen und der Sitz ist wieder flach. So, Kofferraum zu, einfach auf den Knopf drücken, dann geht's zu. Die Kofferraumklappe kann man sogar so einstellen, dass sie, wenn man zum Beispiel eine Garage hat, nur zu einem bestimmten Punkt geht und nicht ins Dach der Garage fährt und die Klappe kaputt geht. Das kann man alles einstellen. So, jetzt fahren wir auf die Straße und let's go. So, der 2014er Ford Explorer Sport. Was kann ich euch über das Auto sagen? Zuallererst, ich finde den extrem geil im Hinblick aufs Design. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Mir gefällt das Auto, weil es komplett schwarz ist. Felgenschwarz, Scheinwerfer schwarz, abgedunkelte Scheinwerfer hinten oder Heckleuchten. Sind 20 Zöller. Tut mir leid, 20 Zöller. Sieht alles sehr gut aus. Die Sicherheitssysteme finde ich top-notch, also wirklich super. Der Abstandsradar vorne, der tote Winkelassistent, die Airbags in den Gurten hinten für die Kinder. Dann haben wir Full Entertainment System mit den DVD-Bildschirmen hinten, die auch über USB abspielen. Wir haben die Sitze, die beheizt sind. In Dubai braucht man es nicht, aber gekühlt. Super, super für den Sommer. Mein Arsch ist super schön kalt jetzt. Normalerweise schwitzt man wie Sau. Es sind Thermometer seit 38, sind es aber, glaube ich, gefühlte 50 Grad im Moment. Das ist toll. Platzangebot hinten auf der zweiten Reihe war ein bisschen wenig, würde ich sagen, aber ich glaube, ich hatte den Sitz einfach zu weit nach hinten gestellt, weil ich die Fotos gemacht habe. Aber die dritte Reihe, die hat mich echt erstaunt. Ich mit 1,84 habe da wirklich sehr bequem drin sitzen können, auch wo die Sitze dann umgeklappt waren oder hochgeklappt waren. Was auch gut ist, dass man die hinteren Sitze separat hochklappen kann. Das heißt, wenn man einen Stauraum braucht und halt noch eine 6. Person mitnehmen kann, kann man das machen. Wenn man die runterklappt, ist der Ladeboden flach, was auch super ist. Einsteigen ist ein bisschen schwerer, deswegen kann man die separat erhältlichen Fuß, äh,
heißt das, Fußrasten, Fußstütze bestellen. Ich glaube, die kosten knapp 600 Euro, 3000 Dirham. Preislich, wie gesagt, das Auto kostet in Dubai 215.000 Dirham. Das sind knapp 43.000 Euro, wenn man es über umrechnet. Der Explorer an sich in der Basisvariante beginnt bei 115.000 Dirham, das sind glaube ich 23.000 Euro. Also 23, 43, da kann man sich eigentlich schon ein zweites Auto von kaufen. Wobei, dann bekommt man aber halt nicht die 3,5 Liter Maschine mit den, ich glaube, 65 PS, tut mir leid, ich werde es in die Beschreibung packen. Das ist natürlich dem Auto hier vorbehalten. Was mich gestört hat im Auto, gut, Fuel Low, wir müssen nachtanken. Ja, Verbrauch, gut, dass ich mich daran erinnere, Dankeschön. Knapp 15 Liter auf 100 Kilometer, gut, Dubai ist heiß, ist ein Automatikauto, wiegt auch ein bisschen was, aber 15 Liter ist schon ein bisschen viel. Also für Dubai ist es scheißegal, aber für Deutschland 15 Liter, gut. Man könnte es mit einem S500 Mercedes vergleichen oder die ganzen SUVs hier herumfahren. Das macht keinen Unterschied. Aber es kommt darauf an, auf die Fahrweise an. Hier fährt man halt ein bisschen sportlicher, ist auch Sport. Was mir noch nicht gefallen hat, war der Blinkerhebel. Der fühlt sich ja, ein bisschen komisch an, muss ich sagen. Und man kriegt nicht wirklich die Rückmeldung, wenn man Autobahn fährt und Musik hört. Die Musikanlage ist wirklich sehr gut, die HiFi-Anlage. Dann hört man den Blinker überhaupt gar nicht. Man hat also gar kein Feedback, ob man wirklich blinkt. Man muss schon wirklich schauen und gucken, dass man den anhat. Was hat mich noch nicht gefallen? Die Automatik, die schaltet super butterweich, fährt sich sehr gut, sehr keine Automatik. Aber der Wahlhebel, dadurch, dass es halt in einer Linie angeordnet ist, wenn man nicht aufpasst, schaltet man in manuellen Modus und dann revt das Auto ab und man muss halt selber schalten, bis man sich erstmal merkt. Ansonsten, Variabilität ist super, sehr bequem, sehr viel Platz, 7 Sitze, tolles Auto. Würde ich mir selber kaufen, wenn ich jetzt das Geld für hätte, als Zweitwagen für die Frau und die Kinder. Aber auch als Erstauto ist super toll, weil ich halt eher auf sportliche Autos stehe. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte abonniert es oben rechts. Schreibt Kommentare unten rein, fragt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt über das Auto oder über den Kanal, über mich. Und shared, liked, zeigt es euren Freunden und ich bedanke mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!